zuständig für Beschaffung und Auswertung von Geruchsspuren oppositioneller Bürger, war das Referat 2 der Stasi-Hauptabteilung 20 hier eine Außenstelle am Stadtrand von Leipzig. Nach Auflösung des Geheimdienstes im Dezember 1989 blieben allein die Schnüffelhunde übrig. Der ehemalige Stasi-Hundeführer kommt noch täglich, um die vierbeinigen Genossen von einst zu versorgen. Die Spürnasen vom Dienst hatten Aufgaben, die von den Stasi-Auflösern der Bürgerkomitees zunächst nicht erkannt wurden. Ich war bei der Auflösung der Kreisdienststelle Leipzig-Stadt dabei. Und dort fiel uns also gleich am Anfang diese Gläschen, die in sehr vielen Zimmern überall rumstanden, auf. Wir haben uns anfänglich sehr gewundert und eigentlich auch darüber amüsiert, weil wir überhaupt nicht wussten, um was es sich dabei handelt. Uns ist dann hinterher klar geworden, dass das so genau das diese Geruchsproben waren, die in den einzelnen Zimmern dort bei den einzelnen Mitarbeitern rumstanden. Diese Geruchsproben sind von der Polizei übernommen worden. Spurensuche. Die Geruchsproben des Staatssicherheitsdienstes sollen auf das Gelände der Diensthundestaffel der Volkspolizei in Leipzig gebracht worden sein. Dort unterhält die Kripo ein eigenes Geruchsarchiv für kriminologische Zwecke. Erster Besuch der Stasi-Auflöser vom Bürgerkomitee hier. Nach einigem Hin und Her werden sie in einen Nebenraum gelassen, wo die Reste der anrüchigen Stasi-Hinterlassenschaft auf Regalen ruhen. Die Weggläser sind inzwischen ausgeleert. Stasi-Geruchsproben haben keine Konjunktur mehr. Hey, das ist mein Kollege! Ich krieg's im Kopf! Wer ist das? Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Der 88, über der Ostsee gepaddelt ist. Und bei dir gibt's auch eine Probe? Hier, Julie Lindke haben sie. Oh, 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 weiter! Julie Lindke. Der hat in Leipzig eine alternative Galerie. Verdacht der pazifistischen Losung. In Hunderten von Gläsern wurden die Körpergerüche von Regimegegnern konserviert und archiviert. Von fast jedem, der den Sicherheitsbehörden irgendwie aufgefallen war, wurden Proben genommen. Öffentliche Herabwürdigung. Professor K. Arbeitskittel Axel Probe. Geruchsprobe vom Stuhl, Deckname Boykott. Untersuchung unter dem Decknamen Schwarze Kreide. Missachtung staatlicher Symbole. Moment, stehen das. Deckname Immigrant. Operative Personenkontrolle Verleumder, von der Sitzfläche seines Stuhls genommen. Das sind Gläser öffentlicher Herabwürdigung und die Proben sind genommen von der Volkspolizei Leipzig. Kann ich Ihnen nicht sagen. Weil Sie nun vorher gesagt haben, solche Proben hätten Sie nicht genommen. Nein, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen darüber. Sind aber gleich mindestens drei dieser Gläser stehen hier in einer Reihe, vier Gläser. Kann ich nicht beantworten, die Frage, die sind von MFS übernommen worden. Die habe ich mit hier rübergekriegt. Auf den Gläsern steht aber Volkspolizei Leipzig, auf allen. Volkspolizeiamt Leipzig, Kriminalabteilung, Volkspolizei Leipzig, Volkspolizeiamt Leipzig. Da kann ich leider keine Auskunft drüber geben, weil ich das nicht weiß. Na, hier findet sich auch sowas wie zum Beispiel Verdacht auf pazifistische Losungen hier. Ja, ne, das gehört eben alles dazu. Ne? Und zwar genommen vom Volkspolizeikreisamt Leipzig, nicht von der Staatssicherheit. Ja, die haben ja eng zusammengearbeitet. Und ich denke nach wie vor, dass also auch vorher hier eng zusammengearbeitet wurde. Am potentesten beim Einsatz von Spür- und Differenzierungshunden war die Spezialschule des Ministeriums des Innern in Pretzsch. Hier wurde die Methode der Geruchsdifferenzierung in 20 Jahren bis zur Perfektion entwickelt. Eigentlich zur Überführung von Mördern, Dieben und Vergewaltigern. Doch immer häufiger angewandt von den Amtsbrüdern des Staatssicherheitsdienstes. Die Methoden boten sich für die konspirative Arbeit geradezu an. Dazu nehmen wir dieses sterile Tuch und legen das auf die vermeintliche Standspur, wo der Täter zu seiner Tatausführung gestanden haben
muss. Dieses Tuch wird mit einer Aluminiumfolie abgeschirmt, sodass Umwelteinflüsse nicht mehr auf diese Spur einwirken können. Dieses Tuch bleibt ca. 30 Minuten am Ereignisort liegen und wird dann wieder in das Behältnis, woraus es entnommen wurde, eingelegt. Somit ist man in der Lage, diesen Geruch bis auf unbestimmte Zeit zu speichern. Die so an einem Tatort gefundenen und konservierten Geruchsspuren werden dem sogenannten Differenzierungshund vorgelegt, damit er Witterung aufnehmen kann. Diese vergleicht der Hund mit Geruchsspuren von Verdächtigen, die entweder offen oder konspirativ gewonnen werden. Dabei wurden systematisch Autos und Wohnungen Oppositioneller aufgebrochen, um den Geruch des Eigentümers zu stehlen. Oder es wurde unter einem Vorwand das Schnüffeltuch in direkten Kontakt mit dem Opfer gebracht. Gesellschaftlicher Nutzen: Durch konspirative Abnahme des Geruchs Verdächtiger können Vergleichskonserven angefertigt und mehrere Jahre zur Identifizierung genutzt werden. Das kann sein, indem man aus seinem unmittelbaren Arbeitsmilieu Material beschafft. Das kann aber auch so sein, dass man Gewohnheiten nutzt, an einer Gaststätte gesessen hat auf einem bestimmten Stuhl, dass der vorher präpariert ist. Oder dass man aus seinem Fahrzeug ohne seines Wissens vom Sitz eine Vergleichsspur gesichert wird. Die Probe aufs Exempel. Unser Reporter hat bei seinem ersten Besuch eine Geruchsprobe abgegeben. Er hat 15 Minuten auf dem Schnüffeltuch gesessen. Die Vergleichsprobe wurde anschließend von der Sitzfläche des Stuhls genommen. Der Hundeführer versteckt die Probe im Becher Nummer 8. Die übrigen sind mit Geruchsproben anderer Personen gefüllt. Der Kollege Hund wird durch Zuwendung motiviert. Dann wird er mit der Vergleichskonserve vertraut gemacht. Den Rest erledigt die ostdeutsche Schäferhündin von selbst. Schon beim ersten Durchgang erwischt sie die richtige Probe. Bei späteren Gegenproben mit vertauschten Gläsern dasselbe Ergebnis. Beispiele aus der Praxis der Stasi-Schnüffelabteilung Leipzig. Der Schriftzug an einer Mauer wurde mit Hilfe eines Differenzierungshundes untersucht. Bei einer Wandparole "Schluss mit den Morden in China" wurden laut Stasi-Akte sogar 8 Geruchsproben genommen. Ebenfalls auf Geruchsspuren untersucht und mit eingelagerten Vergleichskonserven Oppositioneller verglichen, dieses Flugblatt. Und fast immer leistete die Kripo Amtshilfe, so wie die Geruchsdifferenzierungsstelle der Volkspolizei in Ost-Berlin Treptow. Insgesamt wurden auf diese Weise in der gesamten DDR mehrere tausend Regimegegner im wahrsten Sinne des Wortes beschnüffelt und die so gewonnenen Gerüche eingelagert. Bei der Kripo liegen nur noch die eigenen Geruchsproben. Und hier hinten sind die Lagerräume. Das heißt, in diesen Regalen befinden sich alle offenen Spuren von Straftaten, die gesichert worden sind. In diesem Kasten haben wir Karteikarten von Personen, die Straftäter im Wiederholungsfall sind. Doch unter Straftaten schwer genug, um Geruchsproben mutmaßlicher Täter zu konservieren, fällt auch Asozialität. Und für die Stasi gearbeitet hat man auch. Ja, Bemühungen hat es in dem Sinne jetzt gegeben, dass wir
bearbeitet haben. Das heißt aber eben konkret wurden uns solche Sachen angeliefert. Von der Stasi? Von der Stasi. Wie gesagt, die Leute kannten wir nicht namentlich. Diese Geruchskonserven wurden ohne Namen, meist nur mit Nummern, hierher gebracht, wurden von uns bearbeitet und wurden sofort nach Bearbeitung mit dem Ergebnis wieder mitgenommen. Deshalb haben wir uns in dem Sinne jetzt nur nicht an irgendwelchen Gewissenskonflikten da zerrüttelt. Wir haben die Arbeit gemacht und unser persönliches Arrangement als solches ist ja in dem Fall nicht gefragt. Wir sollen ja objektiv bleiben, ne? Und das ist ja wohl das Wichtigste an der ganzen Sache.